35-18, Holger, das ist ein klarer Sieg. Was gibt es heute über den Gegner zu sagen? Hatte der sich schon aufgegeben? Bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Nein, also ich glaube, wir haben von Anfang an eine gute Einstellung gefunden, waren gut vorbereitet, wollten Vollgas geben, Spaß haben vor voller Hütte und es hat heute super geklappt. Nun sind es 17 Tore plus geworden und wir wissen alle, worauf wir noch gucken am Ende der Saison. Ist das ein kleines Signal an die Rhein-Neckar-Löwen gewesen? Na, es kann nachher auch um Tore gehen, aber wir, wie gesagt, wir wollen Spaß haben und alle, die reinkamen, haben ihre Aufgabe super gelöst. Und das ist entscheidend, dass wir unsere Aufgabe richtig machen und ordentlich machen und der Rest liegt nicht in unserer Hand. Auch Manager Dirk Schmeschke sagt, das wird doch alles erst am letzten Spieltag entschieden. Keimt bei dir auch ein Funken Hoffnung, am Schluss als deutscher Meister dazustehen? Ja, Hoffnung hat man immer, das ist ganz klar. Und wir kämpfen bis zur letzten Sekunde. Wir müssen auch auswärts jetzt nächstes Spiel in Stuttgart ordentlich spielen und 100% Gas geben. Und wer das am besten schafft, der wird nachher oben stehen. Okay, und darauf hoffen wir. Vielen Dank, Holger Landau. Okay. Tobias, ganz ehrlich, es gab ganz wenige Niederlagen in dieser Saison. Aber immer, wenn es mal nicht so gut lief, dann kam der Mannschaftskapitän. Dann bist du gekommen und hast die Dinge erklärt. Heute klarer Sieg. Heute erklärst du mal den klaren Sieg gegen die Eisenacher. Ja, erstmal finde ich, wir haben das, also unsere Abwehr erst in der Halbzeit richtig gut hingekriegt. Erste 20 Minuten, 2 Tore kassiert. Dadurch haben wir eigentlich einen guten Grund aufgestellt für das ganze Spiel und darauf könnten wir weiterbauen. Wir haben gut durchwechseln können, alle haben viel Spielzeit bekommen. Und ja, das freut uns wirklich, dass wir vor unserem eigenen Publikum so ein gutes Spiel, nichtsdestotrotz, dass es das Ende der Saison ist und alle ein bisschen müde sind, aber wir geben weiter Gas und schauen mal, wie weit es reicht. Hast du oder auch der Trainer vor dem Spiel eine Parole ausgegeben? Es geht ums Torverhältnis, Jungs, da gehen wir noch mal voll rein gegen Eisenach. Ja, das muss nicht gemacht werden. Das weiß jeder, dass jede Tor am Ende wichtig werden kann. Und das haben wir eigentlich vor der Saison schon besprochen und das wissen wir vor jedem Spiel, dass das dazu kommen kann, könnte am Ende. Und ja, wir kämpfen bis letzte Sekunde. Du sprichst es an, am Ende. Könnte am Ende noch herausspringen, dass die SG Flensburg-Handewitt die Schale in die Hand nimmt, weil die Rhein-Neckar-Löwen noch mal nervös werden? Also, ja, halt, die müssen noch 3 Spiele spielen, wir müssen noch 2 Spiele spielen und ja, möglich ist noch alles. Also, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber leider können wir das nicht nur selber beeinflussen. Das ist ja das Blöde dabei. Leider ist das so. Aber vielen Dank erstmal für heute. Tolle Leistung gegen THSV Eisenach. Tobi, unser Kapitän. Dankeschön.